Hi guys, welcome back to my channel. For the little price of absolutely nothing, you can learn here A2 German vocabulary. We will continue our series. Please subscribe, like, leave your feedback and enjoy free content at least 2 or 3 times per week. Let's go! Einziehen. Einziehen. Meaning? To move in. Ist dein neuer Mitbewohner schon eingezogen? Did your new roommate already move in? Das Eis. Das Eis. Meaning the ice. The ice cream. Es ist zu kalt. Ich möchte kein Eis. It is too cold. I do not want ice cream. Endlich. Endlich. Meaning, finally. Endlich ist das Semester vorbei. Finally, the semester is over. Eng. Eng. Meaning, narrow. Das Bad ist schön, aber ziemlich eng. The bathroom is nice, but quite narrow. Das Erdgeschoss. Das Erdgeschoss. Meaning the ground floor. Die Wohnung ist im Erdgeschoss und hat eine Terrasse. The apartment is on the ground floor and has a terrace. Die Erfahrung. Die Erfahrung. Meaning the experience. Sie hat im Praktikum viel Erfahrung gesammelt. She got a lot of experience during her practical training. Sich erinnern. Sich erinnern. Meaning to remember. Erinnerst du dich an den Namen von dem Professor? Do you remember the name of the professor? Erkältet sein. Erkältet sein. Meaning to have a cold. Sie ist erkältet und kann nicht zur Arbeit gehen. She has a cold and cannot go to work. Endlich zieht sie in ihre neue Wohnung ein. Das Apartment ist im Erdgeschoss. Ihr Zimmer ist ein bisschen eng, aber das ist nicht schlimm. Doch leider ist sie am Tag des Einzugs etwas erkältet. Hat sie zu viel Eis gegessen? Oder ist barfuß gelaufen? Sie kann sich nicht erinnern. Zum Glück helfen ihre Freunde und ihre Mitbewohner beim Packen. Sie haben viel Erfahrung. This is it for today. Thank you for being here. Please like, subscribe if you like the content and you want more. I will see you very soon. Bye!